Ja, wir sagen herzlich willkommen zum Kickerstag 2023. Es geht weiter mit unserem Programm und zwar die Kickers Frauen und die Mädchenjugenden bitten wir jetzt einfach alle mal gesammelt auf die Bühne bitte. Die erste Mannschaft, das ist vielleicht gar nicht allen bewusst hier auf dem Platz, spielt Regionalliga Süd, das ist die dritte Liga und da sind wir in der letzten Saison, haben wir den vierten Platz erreicht. Über diese Platzierung konnten wir uns für den DFB-Pokal qualifizieren. Das heißt, die Frauen spielen in der ersten Hauptrunde, das findet am 13. August am Wiener Ring, also im Sana Sportpark gegenüber vom Stadion statt. Der Gegner ist der 1. FC Riegelsberg. Wir haben eine Chance, in die zweite Hauptrunde zu kommen. Und dann haben wir natürlich die Hoffnung, ein richtiges Knallerlos zu bekommen und dann mal vielleicht einen Bundesligisten hier nach Offenbach zu kriegen. Seid ihr bereit für unsere Mannschaft? Die Mannschaft von Kickers! 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 Wir begrüßen mit der Nummer 3 Maximilian! Mit der Nummer 8 Mike! Mit der Nummer 23, wir sind froh, dass er wieder da ist. Sascha! Unser Torwarttrainer, lasst noch mal was hören. René! Unser OFC-Chefcoach heißt Christian! Und der Mann, der die ganze Mannschaft zusammengestellt hat, unser Geschäftsführer Sport, Christian! Wie geht's dir? Ich habe gestern geguckt gegen Schalke, die haben die schon auf dem Schirm gehabt, irgendwie so, oder? War ein bisschen unruhiger Spieltag für dich so. Ich glaube, daran muss ich mich gewöhnen und am Ende ist es dann geil, wenn es auf die Socken gibt, muss man was zurückgeben. Und mir tut es für den Jörn leid, weil er dann immer seine Kilometer schrubben muss, wenn er auf den Platz kommt. Ist eigentlich eine faule Socke, aber die Saison hat ein bisschen was zu tun. Und ich bin, glaube ich, ein sehr umgänglicher Typ, ich bin lustig drauf. Und wenn es aber dann am Wochenende um Punkte geht, um mein Brot, dann teile ich das nicht und dann kann es auch mal eklig werden. Sehr gut. Ich bin überragend angekommen vom ersten Tag an. Ich hatte direkt eine Wohnung in Offenbach und das hat es mir auch dann einfacher gemacht. Das Team war vom ersten Tag an auch zusammen, Trainerteam, Staff. In der Mannschaft waren wir sehr weit, auch mit allen und das hat alles auch dann ein Stück weit einfacher gemacht. Ja, und wenn man sieht, was jetzt auch aktuell heute hier wieder los ist, ne, dann hat man so ein bisschen Gänsehaut und das freut mich auf die Saison. Ich glaube, das ist wichtiger wie jegliche Qualität, die du in der Mannschaft hast. Wir haben es ja vorhin gesagt, Kabine ist wichtig, Mannschaft ist wichtig, die Stimmung drumherum ist wichtig. Und das musst du nach außen auch zeigen. Und dann kriegst du auch die Leute auf den Tribünen mit, wenn man merkt, wie wir als Mannschaft ticken, wie wir als Leute ticken. Und das ist einfach das Wichtigste. Es gibt so viele Gänsehautmomente dann auch im Stadion, wenn das Stadion voll ist. Und da wissen wir auch, dass die Fans auch mal ein Tor reinschreien können. Und diesen Zusammenhalt brauchst du in guten wie in schlechten Zeiten. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man uns das abnimmt, dass wir alles geben auf dem Platz.